Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob das so neu ist, dass über Scheitern gesprochen wird. Aber mein Eindruck ist schon, dass sich die Gesellschaft auf sehr verschiedene Arten jetzt diesem Thema irgendwie nähert. Ne? Auf diese lustige, bisschen therapeutische Art von so Fuck-Up-Nights und Versagershows und so Sachen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Und mein Eindruck ist, dass es eigentlich ein zwangsläufiger Prozess ist, dass die Leute merken, die Gesellschaft um uns herum verändert sich jeden Tag und fortdauernd, und das wird sich auch nicht ändern. Und alles, was wir planen, ist immer nur so ein bisschen so, hat eine relativ geringe Halbwertszeit. Und wir müssen die Fähigkeit besitzen, unsere Pläne jederzeit so ein bisschen anzupassen, ne? Und wir müssen lernen, schnell zu erkennen, wenn irgendwas nicht funktioniert, gleichzeitig den Mut haben, Sachen zu machen, umzusehen, dass sie nicht funktionieren. Und da, das merken die Leute, dass das notwendig ist, dass das so eine Kulturtechnik ist, die wir beherrschen müssen. Und deswegen, glaube ich, widmen sich immer mehr Menschen diesem Thema. Ja, und das ist einfach eine große Angst, die herrscht. Ja, aber das liegt auch daran, dass es halt so viel Unbekanntes gibt. Ja, man kennt keine Leute, die gescheitert sind. Man ist selber noch nicht gescheitert. Man hat furchtbar Angst, weil man es nicht kennt und auch nicht wissen will. Und diese ganzen Dinger, die jetzt aufpoppen, so Diskussionen wie hier oder die Fuck-Up-Nights oder so, die nehmen so ein bisschen die Scheu, die leuchten so ein paar dunkle Ecken aus und man stellt fest, ach, so finster ist es dann doch nicht und ist irgendwie auch ganz lustig und ach, ist ja dann auch nur so. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut, und ich habe so das Gefühl, auch nach der Diskussion hier, das ist so ein Prozess, wo wir das Scheitern mit in unsere Identität einbauen müssen. So, momentan ist das noch was, was so neben uns wabert. Das ist wie so ein Trauma irgendwie. Das ist da, aber du willst es nicht sehen und so. Du kriegst es aber auch nicht weg, es fliegt dir um die Ohren. Ja, da kannst du nichts machen, also musst du es angucken, dich dem Ding nähern und das so in deine Identität mit einbauen. Ja, mit allen guten Sachen, aber auch mit allen schlechten Sachen. Und in dem Prozess sind wir, glaube ich, gerade. Das fängt ganz banal an mit solchen Veranstaltungen. Ja? Also drüber reden, ja? Verbalisieren hilft ja schon mal so mit dem Einsortieren. Dann so spaßige Ansätze, das von allen Seiten sich zu nähern. Ja? Wie mit den Fuck-Ups, na, ist es so ein bisschen lustig, durch den Kakao zu ziehen. Aber natürlich auch in Schulen und in der Familie das zu thematisieren und klar zu machen, wenn etwas in die Hose geht, warum ist es in die Hose gegangen. Auch den Kindern beizubringen, es ist wichtig, darüber zu reden. Ja, nicht nur zu sagen, 3 plus 3 ist nicht 7, ist 6, ja, verstanden, weiter, sondern ja, du hast dich scheiße gefühlt dabei. So, ne? Warum hast du dich so scheiße gefühlt, als du das falsche Ergebnis hattest? Ne? Gibt keinen Grund. Ja? Und sozusagen dieses Gefühl auch transparent zu machen und die Leute frühzeitig in die Lage zu versetzen, mit diesen miesen Gefühlen, die schnell entstehen beim Scheitern, irgendwie umzugehen. Ja, weil es eine Kulturtechnik ist. Ne? Es ist wie Lesen und Schreiben und Rechnen, ist es halt auch Try and Error. Ja, und zwar in einer hohen Frequenz, tagtäglich, mit wahrscheinlich wachsendem Risiko, ja, das zu beherrschen, ist auf jeden Fall eine Kulturtechnik. Und das wird notwendiger, weil wir halt nicht mehr sagen können, na, es läuft, alles bleibt so, wie es ist. Es ging vielleicht mal eine Zeit lang, ja, aber es geht auch heute noch, aber es geht immer seltener. So, und deswegen, glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei. Also spontan fällt mir da jetzt eigentlich nur das Ding ein, was ich jetzt gerade mache mit dem Sender. Da bin ich halt auch monatelang drumherum geschlichen, ne, und hatte nämlich auch genau diese Angst, was passiert, wenn das in die Hose geht und so, ne? Und dann blamierst du dich bis auf die Knochen und das willst du ja nicht und so. Und jetzt habe ich mich aufgrund so veränderter Rahmenbedingungen irgendwie aufgerafft, ne? Und das fühlt sich halt total gut an. Und mittlerweile, jetzt wo wir so in dem Prozess sind, das zu machen, denke ich auch, ja, kann voll in die Hose gehen, ja, kann richtig scheitern. Aber jetzt ist das Gefühl, okay, aber es wird irgendwas dabei entstehen. Es wird, und wenn es dieses Ding nicht ist, irgendwas anderes wird dabei entstehen und irgendwas wird davon bleiben, und irgendwie werde ich jetzt schon keine Minute dieser Arbeit bereuen, die wir da reingesteckt haben. Das ist für mich so ein persönlicher Erkenntnisprozess, so erst so ein bisschen so dieses Zitter, Zitter vom großen Berg, und soll es das wirklich? Und jetzt hat man sich einmal so den Ruck gegeben und ja, ist okay. Also wenn das jetzt scheitert, dann ist schade, ja, wäre bitter. Aber ich glaub's ehrlich gesagt nicht.